Moin und willkommen zurück zu Jade Empire. Und ich sehe gerade, die Coven haben sich hier wieder verhangen. Gut, dass ich noch im Ladebildschirm bin. Kann ich jetzt hier den Controller befreien, der gerade sehr von der Kabelreichweite beeinträchtigt ist. Ich hasse es, wenn manchmal Unbewusstheit Kabeln sich verkabeln halt. Ja, das letzte Mal bin ich in die Festung von den Lotus-Assassinen reingegangen. Die allererste Begegnung war ein Typ namens der Beobachter. Ja, der war natürlich uns quasi freundlich gesinnt. Nachdem wir dann hier die Treppen runtergelaufen sind von dort hinten, sind dann uns einige Blöde rübergekommen und wollten uns quasi erledigen. Weil sie denken, dass ich schwach bin und denken es immer noch. Ansonsten habe ich noch mit dem neuen Meister hier gesprochen. Der ist Gang. Der ist nicht der schönste Anblick, aber okay, allgemein die Lotus-Assassinen sehen nicht schön aus. Vielleicht ist das der Grund, warum diese komische Gia und Hand des Todes eine Maske tragen oder ein Helm. Ja, wir sind auf die gestoßen. Hier Jong. Kann ich überhaupt noch mal mit ihnen reden? Ah, ihr schon wieder. Was kann ich für euch tun? Da euch eure eigenen Münzen zu einer Seltenheit unter den Assassinen machen, steht Händler Kia Jong gern zu Diensten. Schade, mit Kia Min kann man ihn nicht mehr ansprechen. Das war anscheinend auch eine einmalige Aktion gewesen. Und wir haben auch hier zugetroffen, der allerdings wieder weg ist. Ich habe ihn offscreen gesehen. Er ist immer noch nicht verfügbar. Schade. Und wie gesagt, ich bleibe bei Seidenfuchs, weil sie die Prinzessin ist. Und da finde ich es wichtig, dass sie mich hier bei den ganzen Festungen mich begleitet. So, dann gehe ich jetzt mal zu das nächste Gebiet. Ich dachte, jetzt kommt so ein Ladebildschirm wieder. Aber okay, gut, so geht's auch. Na. Hä, ist es ein Stink? Sei der Himmel für die Dummköpfe, die ich führen muss. Ich muss unter ihrer Inkompetenz leiden. Und das habe ich nur einem zu verdanken. Shin. Der alte Skorpion hat dafür gesorgt, dass einer seiner Gefolgsleute bei der Ausbildung eine Seelenscherbe zerschlägt. Jetzt sind überall Geister. Deswegen habe ich schon 8 Sklaven und 3 Akolyten verloren. Ihr da, Frischblut, kommt her und beschäftigt diese Geister, bis ich sie von richtigen Lotus-Assassinen entfernen lassen kann. Die Golem-Produktion darf hierdurch nicht verzögert werden. Er hat kein Vertrauen in euch, er kennt euren Wert nicht. Na los, das ist das erste Opfer für euer neues Leben. Ich bin sicher, dass es glorreich werden wird. Okay. Wieso muss manchmal eine automatische Speicherung kommen? Oh, was haben wir hier? Hallo? Das ist ein Lotus-Assassine? Ich werde mich. Was war gerade das mit dem Kamerawinkel? Und da war doch irgendwas ein Bug oder so, oder? Ah, das ist Wasser, lol. So. Lotus-Assassinen sind euch Akolyten weit überlegen. Haha, du nicht! Wir folgen dem Willen des Kaisers und werden seine Golems-Armee anführen. Wenn ihr mich weiter belästigt, sterbt ihr als Akolyt. Eure Seele kann genauso gut für einen Golem verwendet werden wie die eines Sklaven. Oh Mann, Alter. Nur weil ich ein Akolyt bin oder sonst irgendwas, heißt es nicht, dass ich schwach bin. Ich habe keine Zeit für euch, Akolyt.
Ich verwende jeden Gedanken auf die glorreiche Golem-Armee des Kaisers. Das ist ein typischer asiatische Sprache, also der so ein bisschen Deutsch spricht, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt hier nichts Negatives oder so, aber es ist typisch mit dieser Aussprache, wie die sagen ungefähr. Ihr seid meine Zeit nicht wert. Geht's. Oder ihr könntet Golemfutter werden. Ich kann die nicht ernst nehmen als Assassin. Ihr seid meine Zeit nicht wert. Mann, Alter, bist du fett. Sofern ich dienen kann, werde ich als Lotus-Assassine mein Leben geben. Hast du einen Akolyt? Ich würde alles geben, um dienen zu können. Ich bin allein der Hand des Todes ergeben. Ich bin allein... Ich möchte manchmal nichts sagen. Ich habe euch einen Befehl erteilt, Akolyt. Geht und vergießt euer frisches Blut bei diesen Geistern, während ich ein paar richtige Assassinen hole. Oh Mann, stehst du noch hier? Hier ist eine Tür. Hallo, hallo. Wer nicht dient, ist nutzloser Dreck. Wieso sind sie so leise, oder habe ich einfach leise eingestellt? Ich bin von den anderen getrennt worden, damit ich über meine Hingabe nachdenke. Ich bin von den anderen getrennt worden. Wer nicht dient, wer... Ich habe keine Zeit, mit neuen Rekruten zu sprechen. Lasst mich in Ruhe. Abschaum wie ihr kriecht ständig aus der Gosse. Weg mit euch! Wenn Meister Gang euch nicht so bevorzugt behandelt hätte, dann hättet ihr gar nichts erreicht. Wenn Meister... Warte mal, dieser komische Shin, der im letzten Part, ich glaube, das war der, oder? Der mit Meister Gang so geredet hatte. Naja, Meister nenne ich ihn nicht. War das nicht der, der uns die, das Siegel gegeben hat für den Beitritt der Lotus-Assassinen? Ich hatte das ja als Thumbnail benutzt. Ist das hier noch auf der Startseite? Leider nein, war nein. Ja, im Hintergrund habe ich noch mein Internet an. Adjutantin Teng. Noch einer von Gangs schwächlichen Akolyten begibt sich zur Schlachtbank. Wie viele haben die Geister bislang getötet? 11, 12? Spielt das eine Rolle? Sie sind einzeln so wertlos wie zu mehreren. Na dann los. Lasst uns sehen, wie es euch ergeht. Bis sie diese Geister endlich vernichtet haben, brauchen wir Schleusentore für das Blut. Ich habe gerade Tor statt Blut gelesen. Lol. Adjutant Kohong. Kaifeng. Kitan. Ich kenne eine Person, die Kitan heißt, mit Nachname. Na los, folgt euren anderen nutzlosen Akolyten in den Tod. Ach, halt die Backen und ich habe nicht mit dir geredet, du Affe. Kehrt zu euren Pflichten zurück, Akolyt. Wenn ihr nicht daran arbeitet, die glorreichen Golem-Armee des Kaisers zu vergrößern, verschwendet ihr unsere Ressourcen. Ihr könnt mit mir sprechen, wenn ihr eure Ausbildung überlebt habt. Unnützes Geschwätz darf die Golem-Herstellung nicht verzögern. Golem-Presseraum. Ah, gut zu wissen. Tür. Ich werde hier mal kurz speichern. Also die Lotus-Assassinen bilden sich auch wirklich was ein. Hier sind die ersten Geister, wie ich sehe, oder? Legendärer Stoß. Hallo, nicht schlägen. Habe ich Dings gerade zerstört, versehentlich? Haha, die gehen ja kaputt. Ein inaktiver Lehmgolem.
Ja, und zwei sind ein Geschäft, genau. Sind im Kampf kaputt gegangen. Ups. Okay, den einen habe ich versehentlich kaputt gemacht. Ich bin da reingesprungen. Den hier war ich aber nicht. Was? Seelenextraktorraum. Diese robuste Tür lässt sich im Moment nicht öffnen. Schade. Orientierung. Oh, eine Vase. Also so gefährlich sind sie eigentlich auch nicht aus, die Golems. Ibens! Aus dem Weg, ihr Fetten. Gang hat also einen Akolyten, der kämpfen kann. Geister sind hirnlos. Sie zu besiegen ist kein Beweis wahren Könnens. Ja, sicher. Gegen einen richtigen Gegner bestünde am Ausgang des Kampfes kein Zweifel. Schleicht zurück zu Meister Gang. Wir folgen Meister Shin. Und wenn ihr Glück habt, ist dies das letzte Mal, dass ihr uns seht. Ihr lebt ja noch. Und die Geister sind weg? Nun, das habe ich nicht erwartet. Anscheinend habe ich endlich mal einen kompetenten Akolyten bekommen. Interessant. Rekruten sind selten von Nutzen, bevor wir sie ihrer Eigenarten berauben. Aber ihr verlangt förmlich nach einer interessanteren Verwendung. Vielleicht seid ihr diejenige, auf die ich gewartet habe? Danke für das Kompliment. Ich hoffe, ich werde euch gut dienen. Ich bin keine einfache Schülerin. Ich habe meinen Platz hier verdient. Ich nehme mal das Erste. Andernfalls ist es eigentlich auch gut. Ah, immer diese Auswahl. Ich nehme das Erste. Normalerweise würde es zu euren Pflichten gehören, eine Zeit lang in einer Zelle zu vegetieren, bis jede Spur eures Willens und eures Selbst ausgelöscht ist. Ein erschöpfendes und brutales Erwachen. Ich brauche einen besonderen Schützling. Jemanden, der bereit ist, in meinen Diensten alles zu riskieren. Ich werde euch euren Intellekt und euren Einfallsreichtum belassen, wenn ihr zwei Aufgaben für mich erledigt. Die eine Aufgabe ist ohnehin eure Pflicht. Mit der anderen sichert ihr euch eure Zukunft im Herzen der Assassinen. Lotus-Akolyten sind generell entbehrlich. Ihr verdient ein besseres Schicksal. Ich werde tun, was zu tun ist, Meister Gang. Ihr redet, als hätte ich eine Wahl. Ihr könnt doch befehlen, was immer ihr wollt. Bevorzugten Schüler bleiben also einige Schmerzen erspart. Den kann ich zustimmen. Ihr müsst den Seelenextraktor benutzen. Ein Stück hinter dem Raum, in dem ihr gegen die Geister gekämpft habt. In den kommenden Wochen werdet ihr helfen, die glorreiche Golem-Armee des Reiches weiter zu vergrößern. Golems bewegen sich dank der Seelen der Toten. Wie sich herausgestellt hat, ergeben kürzlich Verstorbene wesentlich fügsamere und mächtigere Golems. Vor allem, wenn sie brutal getötet wurden. Wir graben nicht mehr in der Stadt der Toten nach Seelen, die sich in der Nähe ihrer Ruhestätte aufhalten. Stattdessen schlachten wir Sklaven ab, um ihre Seelen in Seelenscherben zu extrahieren. Heute Abend brauchen wir eine Scherbe von außergewöhnlicher Qualität für einen Jade-Golem, der das letzte Bataillon Golems führen wird. Ihr werdet die Herstellung in der Extraktionskammer überwachen. Und was ist die zweite Aufgabe, Meister Gang? Ihr habt eindeutig mehr verdient als das kurze Leben eines gewöhnlichen Akolyten. Euer Geschick hat mich überrascht. Setzt es ein, um auch die anderen zu überraschen. Helft mir, die Macht zu erlangen, euch zu helfen. Tötet Meister Shin
meinen Vorgesetzten. Es war mir irgendwie schon klar, dass es in die Richtung geht. Also ich meine, weil Shin ihn so, also im letzten Part so blöde angemacht hat. Es war mir irgendwie schon klar, dass es auch noch kommen wird, dass ich für ihn den töten soll. Ihr wollt, dass ich die Schuld für eine solche Tat übernehme? So einfach kann das nicht sein, sonst wäre er schon tot. Warum vertraut ihr mir das an? Ich bin gerade erst angekommen. Euch schenkt niemand Aufmerksamkeit, aber ihr besitzt erstaunliches Geschick. Keiner wird vermuten, dass ihr eine solche Sache plant, und keiner wird euch vermissen, wenn ich euch töten muss, weil ihr euch weigert. Lol. Ihr wollt, dass ich die Schuld für eine solche Tat übernehme? So einfach kann das nicht sein, sonst wäre er schon tot. Nein, eine außergewöhnlich begabte Dienerin wie euch zu verlieren, würde mir nichts nützen, obwohl Akolyten generell entbehrlich sind. Sie sterben häufig in den Machenschaften zwischen Meistern. Wir sind Werkzeuge für ihn. Aber wenn er uns unserem Ziel näher bringt, müssen wir tun, was er sagt. Der Orden der Lotus-Assassinen besitzt komplizierte Regeln. Es ist in Ordnung, wenn Mord vermutet wird, solange der Tod aufgrund von Inkompetenz als verdient erscheint. Wie soll ich das anstellen? Ich bin nicht so sicher, ob ich eure Drecksarbeit erledigen will. Das müsst ihr euch schon selbst überlegen, Akolyt. Dieser Ort ist gefährlich. Findet einen Weg, wie Shin einen Unfall haben könnte, der ihn entehrt. Ich darf damit natürlich nicht in Verbindung gebracht werden. Sprecht mit meinen Akolyten bei der Golempresse und am Seelenextraktor. Das sind gefährliche Maschinen. Findet irgendeine spitze Ecke, an der sich Shin den Schädel spalten kann. Kommt zu mir zurück, wenn ihr eine Idee für einen geeigneten Unfall habt. Mir ist gleich, was es ist, solange ich mich am Ende an Shins Leiche weiden kann. Ich habe ein paar Fragen, Meister Gang. Ich verabschiede mich jetzt vorerst. Fragt, aber verschwendet nicht meine Zeit. Ich möchte etwas über Golems und Scherben fragen. Erzähl mir von Meister Shin. Ihr wisst schon genug über ihn. Er ist unausstehlich und ihm liegt allein an seinem eigenen Aufstieg. Ständig sabotiert er meine Bemühungen. Wenn er weg ist, werde ich im Rang aufsteigen. Und ich werde Akolyten belohnen, die mir treu sind. Vielleicht werde ich euch im Herzen der Festung sogar Großinquisitorin Gia vorstellen. Ja, kein Problem. Dann kann ich sie ja auch direkt gleich erledigen. Kommen wir auf meine anderen Fragen zurück. Fragt. Ich möchte etwas über Golems und Scherben fragen. Ich höre. Was sind Seelenscherben? Ähneln sie einem Essenzjuwel? Scherben erfüllen die Golems mit Leben. Die Seelen werden aus dem Körper extrahiert, ganz gleich, ob es sich nun um eine Leiche oder einen Sklaven handelt, und in einer Kristallscherbe eingeschlossen. Je kürzer der Tod zurückliegt und je brutaler er war, desto effektiver ist der Golem. Oh. Der Vorgang unserer Seelenextraktion ist bewusst schmerzhaft. Essenzjuwele sind Schmuckstücke, die kleine Mengen Chi sammeln können. Es gibt nur sehr wenige Leute, die sie effektiv zu nutzen verstehen. Was ist so wichtig an dem Jade-Golem? Golems sind absolut gehorsam. Aber das heißt nicht, dass sie immer leicht zu kontrollieren wären. Wenn es viele sind, kann es zu Disharmonie kommen. Jade-Golems werden mit Seelenscherben aus mehreren Seelen versehen. Sie sind sehr klar strukturiert und dienen als Besänftiger für andere Golems. Ein oder zwei Golems können allein mit Willenskraft kontrolliert werden. Aber in einem ganzen Heer braucht man diese Mittler aus Jade, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Solche Anzahlen sind ohne einen Leutnant gefährlich. Okay. Wie viele Golems sind schon hergestellt worden? Ich weiß es nicht. Hunderte? Mehr? Es sind viele hier und warten auf einen Jade-Golem, der sie befehligt. Letztlich werden wir die Schwächlinge der kaiserlichen Armee vollständig ersetzen.
Stellt euch das vor, Akolyt. Eine Armee gehorsamer, nahezu unzerstörbarer Golems, die den Willen des Kaisers unter der Hand des Todes durchsetzen. Ein schöner Anblick. Ich verabschiede mich jetzt vorerst. Denkt an eure Aufgaben, Akolyt. Stellt in der Extraktionskammer eine Seelenscherbe für den Jade-Golem her und findet eine gute Methode, Meister Shin zu töten und zu entehren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Akolytenausbilderin Guang aufsuchen. Ich bin sicher, dass ihr ihr überlegen seid, aber vielleicht hat sie etwas, das euch von Nutzen ist. Alles klar. Guck mal, ich sehe das Gesicht erst da oben. Ist es nicht so eine Maske von Hand des Todes? Guang. Und die Person, die da im Hintergrund ist... Ah. Akolytenausbilderin Guang. Ja. Sie hat wahrscheinlich bei diesem einen Dialog wahrscheinlich so Geld bekommen, dass sie einfach mal hier im Hintergrund hier läuft und dann so stehen bleibt. Einer von Gangs Akolyten, hm? Zu denen gehöre ich auch. Sehen wir uns mal in einem Übungskampf an, welche Art von Ausbildung ihr braucht. Aber lassen wir es vorerst nicht tödlich enden. Ihr werdet feststellen, dass ihr hier genug Feinde habt. Wir Akolyten sind entbehrlich. Na schön, kämpfen wir. Ich bin noch nicht bereit für einen Übungskampf mit euch. Gut, denkt daran. Keine tödlichen Schläge. Ich bin sicher, die könnt ihr später noch zur Genüge üben. Was war das denn jetzt? Nun, ihr besitzt offenbar mehr als nur oberflächliche Kampfkenntnisse. Ich dachte fast, ich hätte eine Schwäche entdeckt. Aber ich war euch eindeutig unterlegen. Ja, das wart ihr. Ich wusste, dass dieser Akolyt etwas Besonderes ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass meine Ausbilderin eine derart jämmerliche Figur abgeben würde. Ihr, Frischblut, ihr seid ab jetzt die neue Ausbilderin. Wenn ich es befördert bin, werdet ihr alle meine Akolyten ausbilden. Ihr da, unterstützt sie, wenn ihr wenigstens dazu in der Lage seid. Wie es scheint, habt ihr meine Pflichten übernommen. Ich werde weiterhin als Beraterin dienen, so wie Meister Gang es befohlen hat. Ich kann einige Techniken lehren. Irgendwie, ich finde diese Assassine oder Akolyt, also jedenfalls dieser Feind, gegen den ich jetzt gerade gekämpft habe, sie hat irgendwie eine ruhige Stimme, sie wirkt mir jetzt nicht so als Antagonist, aber dennoch ist sie böse. Tut mir leid, dass ich euren Posten übernehme. Ihr wart keine besonders gute Ausbilderin, ich werde weitaus besser sein. In Wahrheit war ich ungern Ausbilderin. Für alle von Meister Gangs Akolyten ist das Leben hart und kurz, aber ganz besonders für die Ausbilder. Dafür sorgt Meister Shin. Meine Pflichten, jetzt eure Pflichten, umfassen die Ausbildung von Meister Shins persönlichem Gefolge. Wenn ein Ausbilder zu gut war, hat ihn Shin aber meist töten lassen, um Gang weiterhin schwach zu halten. Ich glaube, einer aus seinem Gefolge ist ein fertiger Lotus-Assassine. Ich habe überlebt, indem ich unbedeutend wirkte und mich aus dem Kampf zwischen Gang und Shin heraushielt. Ah, ich habe Zugang zu Shins persönlichen Gefolge? Wenn es einen Aufschrei der Empörung geben, wenn jemand aus Shins Gefolge bei der Ausbildung zu Tode käme, was würde es einen Aufschrei der Empörung geben, wenn jemand aus Shins Gefolge bei der Ausbildung zu Tode käme? So ist die Frage. Ich habe sie gerade falsch verstanden. Wen soll ich ausbilden? Welche Ausbildungsdienste bieten ihr an? Bietet ihr an? Wenn ihr... Wie seid ihr zu den Assassinen gekommen? Auf Wiedersehen. Ihr sollt jetzt die Adjutanten aus seinem Gefolge ausbilden. Einige haben es nötig. Aber wenn ihr einen zu fähigen Eindruck macht,
müsst ihr anschließend gegen den verborgenen Lotus-Assassinen antreten. No problem. Außerdem würde es Shin nicht lange schwächen. Ich denke, er wäre allein und verwundbarer, wenn er gleich kämpfen müsste. Aber er wird sie mit der Zeit ersetzen. Würde es einen Aufschrei der Empörung geben, wenn jemand aus Shins Gefühl... Unfälle passieren. Und selbst die Adjutanten in seinem Gefolge sind nur Akolyten, also entbehrlich. Es würde nicht viel Wirbel geben. Allerdings müsstet ihr bei eurem nächsten Ausbildungskampf wahrscheinlich gegen den verborgenen Lotus-Assassinen antreten. Alle fähigen Akolytenuntergang werden rasch beseitigt. Ich will sie alle aus dem Weg räumen. Gegen wie viele kann ich auf einmal kämpfen? Ich habe Zugang zu... Blablabla. Seid ihr wahnsinnig? Naja, das spielt keine Rolle, denn ihr müsst einen nach dem anderen ausbilden. Wenn ihr einen zu starken Eindruck macht, werden sie euch euren Todeswunsch erfüllen. Da bin ich sicher. Wen soll ich ausbilden? Ihr habt es eilig, euch Feinde zu machen, was? Nun gut, in Meister Shins Gefolge ist eine neue Adjutantin, die ausgebildet werden soll. Adjutantin Kitan. Sie? Sie ersetzt einen der Akolyten, die nicht aus Tiens Anleger zurückgekehrt sind. Eine Erklärung dafür gab es nicht. Ich nehme an, er war schwach und wurde ausrangiert. Ihr findet sie und alle anderen Adjutanten am Eingang zu den inneren Gemächern. Dort warten sie, bis Shin herauskommt, um eine neue Sklavenlieferung zu inspizieren. Den Tiens Anleger habe ich erledigt. Welche Ausbildungsdienste bietet ihr an? Ich habe eine ganze Reihe von Techniken erlernt. Ach so. Auge der innere Dunkelheit. Das klingt interessant. Furchterregende Fratze. Einschüchterung plus 3, Schmeicheln minus 1. Das hat wenigstens Plus. Aus den Tiefen des Innern, dort wo die Seele zu finden ist, blickt das innere Auge heraus. Lebt man im Einklang mit seinem inneren Ich, verhilft einem dieses Auge zu großer Macht und Willensstärke. Das klingt sehr interessant. Schlechtere Chance, Focus Power Up zu finden. Oh, das ist auch sehr gut. Das auch. Dieses Juwel ist von minder Qualität. Trotzdem bewirkt es eine gemäßige Stärkung eurer Seele. Nur wer dem Pfad der... Okay, jetzt kann ich nicht nehmen. Wie kann ich euch unterstützen? Wie seid ihr zu den Assassinen gekommen? Ich habe mein Können in der Arena unter Beweis gestellt und als ich fragte, war ihr Rekrutierer einverstanden. Ich besitze nur eine Fähigkeit und das war der beste Ort, um sie zu nutzen. Welche Fähigkeit meint ihr? Kämpfen, töten. Die Armee war zu strikt, die Arena zu zahm. Wenn sie hier wollen, dass ein Gegner vernichtet wird, dann wird er vernichtet. Manchmal mitsamt Familie und allem. Wir sind alle nur aus einem Grund hier. Und das gilt auch für euch. Wir sind Mörder. Ganz einfach. Es gibt keinen Lotus-Assassinen mit einem Herz aus Gold. Außer mir. Ich habe Zugang, also das kennen wir schon alles. Lebt wohl. Wenn ihr eure vermutlich kurze Laufbahn als Ausbilderin beginnen wollt, Adjutantin Kitan wartet mit den anderen am Eingang zu den inneren Gemächern. Ich will euch nur so viel sagen. Wenn ihr versuchen wollt, gegen sie zu kämpfen, solltet ihr euch nicht zurückhalten. Sie werden versuchen, euch zu töten. Warum seid ihr... Wo kommt sie denn jetzt her? War sie gerade noch nicht da gewesen? Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen verbuggt ist? Gut. Aber ich sehe, ich bin schon fast bei 30 Minuten. Ich bedanke mich da ansonsten, dass ihr zugesehen habt. Dann werde ich das nächste Mal halt diesen Shin töten. Nee, das nächste Mal werde ich erstmal die anderen ansprechen. Ich gehe jetzt hier schon mal nach oben, bereite alles vor für die nächste Aufnahme und dann sehen wir uns ansonsten zum nächsten Mal. Tschüss!
aufmachen.